Der Königin geht es schlecht. Nicht der Königin von England oder der Königin von Dänemark, sondern der Königin der Blumen, der Rose. Und deswegen ist Heiko Hübscher heute bei uns vom Rosengarten in Zweibrücken. Herzlich Hallo. Willkommen. Bist auch für die Fragen unserer Zuschauer da. Also rufen Sie gerne an 0180 229 1545, Ihre Fragen an Heiko Hübscher. Ja, der Königin der Blumen geht schlecht, weil das Frühjahr so mild war und ist. Wie hängt das zusammen? Wir haben eigentlich Frühsommer. Im Frühsommer, das heißt so Ende Juni, kommen eigentlich die klassischen Rosenkrankheiten, so die klassischen Probleme. Das hatten wir aber ja schon fast vor 4 Wochen. Ja, hatten wir schon diese Temperaturen. Dann sind das die warmen Tage, 19 Grad, kühle Nächte, am nächsten Morgen Tau. Und genau bei 19 Grad, da kommt dieser Geselle hier, diese unschönen schwarzen... Schwarze Punkte. Genau, die dann immer größer werden. Dann wird das Ganze irgendwann gelb. Man sieht es da, da haben wir schon so gelbe Blätter dran. Ich mache das mal so. Hier oben hängen sie auch. Ja, ja. Da, die fallen dann so richtig ab und das ist dann so blassgelb wird das Ganze. Dann verliert die Rose Lunge, Magen, alles. Denn das passiert alles in den Blättern drin. Was ist das für eine Krankheit? Das heißt Sternrußtau. Das ist also so ein ungleichmäßig gezackter Stern, schwarzer Stern auf den Blättern. Die Leute sagen da oft Rost dazu. Ja. Aber Rost ist orange und wächst auf der Blattunterseite. Und der kommt normalerweise erst im Ende Juni. Ende Juni. Ende Juni. Und er ist jetzt schon da. Heißt, diese Rose hier wird, wenn man etwas macht, wenn man etwas unternimmt, schon sehr früh anfangen, Blätter zu verlieren und dadurch einfach die Wachstumsprobleme bekommen, dass unter Umständen auch die Blüte nicht voll zur Ausprägung kommt. Mhm. Weil die Blätter fehlen für die Atmung, für all diese Tätigkeiten. Was können wir denn machen? Wir können Stärkungsmittel jetzt schon einsetzen. Ja. Das sagen wir auch normal, ach, ab Mitte Juni können Sie das mal machen. Jetzt müssen wir sagen, Ende April setzen Sie sowas ruhig schon ein. Es gibt da auf dem Markt sehr, sehr viele stärkende Mittel. Das kann von Ackerschachtelhalmbrühe bis zu professionell aufbereiteten Sachen gehen. Da gibt es also ganz verschiedene. Auf Getreidebasis gibt es einige. Vitamine, Aminosäuren, die auf die Blätter ausgebracht werden, ganz harmlos sind, auch für uns ungefährlich. Aber das Blatt reparieren und ein Stück weit dann diese Krankheit damit stoppen können. Wollen wir mal gucken, wie es der anderen Rose bei uns im Garten? Genau, wir haben noch viel mehr. Mehltau ist auch so ein Thema. Kamen schon viele Fragen bei euch in dieser Saison wegen Mehltau? Da war schon viel. Zu Anfang hatten wir mal so ein kurzes Aufkommen von Mehltauwetter. Mehltauwetter heißt auch, dass es trocken heiß ist und dann auch der Regen mal reinschlägt. Und dann hat man an den Blattspitzen, an den frischen Blättern diesen weißen Belag drauf. Aber der ist rausgewachsen. Das Wetter ist immer trockener geworden, und dann die Frostnächte noch mal dazu. Ja. Und da ist das einfach rausgewachsen. Also mehltau-unfreundliches Wetter, kann man sagen. Mehltau-unfreundliches Wetter. Aber man sieht hier dran, die sind furchtbar klebrig. Hier sind Blattläuse dran. Man sieht auch, die Ausscheidungen glänzen zum Teil auf den Blättern drauf. Und wir haben ein anderes Temperaturphänomen. Ja. Dieses Temperaturphänomen, es ist ein verbändertes Wachstum. Ich reiße da einfach mal so die Blätter ab. Da sieht man es, das sind Minimum 3 Blüten, die ganz da zusammengewachsen sind. Jetzt in dem Fall, ganz breit der Stängel in einem breiten Band und die Blüte fast wie so ein Mund öffnet sie sich mit Reißzähnen drin. Sieht fast schon gefährlich aus, das Ganze. Das passiert öfter bei kaltem Wetter, wenn man diese Temperaturwechsel drin haben und dann kommen solche Phänomene, dass eine Wuchsanomalie auftritt. Ja. Ist gar nicht dran stören lassen, einfach mal wachsen lassen. Die sieht ganz interessant aus, dann diese Blüte. An sowas gar nicht stören Also wird der Rose auch nicht weiter schaden, dass das passiert? Der Rose wird es nicht weiter schaden. Man sieht Löcher in den Blättern sehr viele. Ja, da habe ich mal ein bisschen was mitgebracht, wo man das genauer dran erkennen kann, was man da tun kann. Wir haben verschiedene Raupen. Ich nehme mal so ein Blatt hoch. Wir haben da ein paar eingefangen. Das ist so ein Buchtenfraß bei den Blättern. Dieser Buchtenfraß, da wird oft dann angenommen Dickmaulrüssler. Ja. Den kennt man von den Rhododendren, da frisst er diese schönen Buchten rein. Was vermuten die Fachleute, Dickmaulrüssler? Ich habe noch nie von dem Dickmaulrüssler gehört. Ja, das ist von den Gartenfans, ist die haben bekannt? Da ganz gefürchtet, ganz gefährlich. Okay. Aber es ist eine grüne Raupe und in dem Fall auch noch eine relativ flotte, die bewegt sich sehr schnell. Mhm. Wenn man tagsüber guckt, sitzen die oft an den Stielen entlang. Gar nicht auf der Blattunterseite, sondern längs am Stiel. Ja. Und gar nicht unbedingt an dem Blatt, an dem sie gefressen hat, sondern ein Stück weiter tiefer. Denn diese Stellen, die sehen natürlich auch die Vögel, die Nützlinge, die Meisen, die brüten nämlich auch dieses Jahr schon. Und die kommen dann und schnappen sich natürlich diese Raupen weg. Raupe ist nicht dumm, Raupe versteckt sich ein Stückchen weiter weg von der Fraßstelle und geht abends dann wieder hoch und frisst weiter. Okay, also entweder am Stiel oder unterm Blatt. Mhm. Okay, was für andere Raupen sind noch unterwegs? Wir haben Miniaturraupen,
da ist sie ganz, ganz klein. Das ist sehr, sehr schwer einzufangen und auch zu sehen. Das ist eine ganz, ganz kleine, 5 bis 7 mm lange Raupe. Und die frisst nur an der Blattunterseite. Mhm. Und dann bleibt ein Fenster stehen, die Rosenblattwespe. Also man sieht es an den das braunen sind so Punkten von braune oben. Braune Punkte, so sieht das aus. Und die nimmt dann einfach nur die Blattunterseite weg und ein Fenster bleibt stehen. Ich habe hier die ganze Zeit was in meiner Hand. Ja. Einen Nützling. Wir haben ihn eingefangen, weil er vorhin nicht sitzen bleiben Moment, wollte. Dann lasse ich die Hand noch zu, bis die Kamera dran ist und dann mach auf. Und da muss ich die Hand aufmachen, denn ein anderes Problem, die Blattläuse, wir haben sie ja schon angesprochen. Und da gibt es einen Helfer im Garten. Ja, mach auf. Und da krabbelt er. Das ist ein ganz wichtiger Helfer. Er flitzt über die Hand drüber. Der Marienkäfer. Okay. Die sind da. Vorhin, als die Sonne noch geschienen hat, das fliegt da auf mich drauf, Florfliegen ohne Ende, Schwebfliegen dran an der Pflanze. Und die holen sich jetzt die ganzen Schädlinge. Die holen die Läuse weg. Okay. Und das ist natürlich dann super. Jetzt haben wir Frau Mucke am Telefon aus Nauroth. Hallo, Frau Mucke. Hallo. Guten Tag, Ihre Frage bitte. Guten Tag. Wir haben auf den Rosenblättern lauter weiße Flecken und möchten gerne mal wissen, was wir dagegen machen können. Lauter weiße Flecken. Diese weißen Flecken sind wahrscheinlich Mehltau, und zwar der echte Mehltau. Der bildet sich auf den jungen, weichen Blättern. Und da können Sie eins machen, mal kräftig gießen. Also die wirklich tiefgründig wässern, 20 Liter pro Rosenstock Wasser dran machen, damit sich die Rose noch mal richtig mit Wasser vollsaugt. Die Blätter, die Zellen sehr voll sind, dann wieder mit Feuchtigkeit. Und dann wächst der sich raus, dann geht dieser Pilz weg. Und das ist nur ein Startproblem der Rose. Also die Rose lappt dann so ein bisschen. Und dann kommt dieser Was können Pilz. Wir denn generell tun, um die Rose jetzt widerstandsfähiger zu machen, zu kräftigen, damit sie besser durch diese schwere Zeit kommt? Gießen. Auf jeden Fall. Es ist so lange trocken, aber nicht über die Blätter drüber, sondern die Rose wirklich mit einer Gießkanne direkt an den Fuß gießen. Soll man gar nicht meinen, was das denn wirklich alles ausmacht, wenn die Rose die Zellen wieder straff gefüllt sind, jugendlich straff sozusagen und mit hoher Abwehrkraft, dass sie sich dagegen wehren kann, dass das kommt. Oder dass da Pilzinfektionen entstehen. Aber es gibt auch verschiedene. Wir haben hier jetzt nur ein Beispiel von einem Stärkungsmittel, die ich schon angesprochen habe, damit die Spritzen, diese Mittel nicht gießen. Es wird oft dann so ganz grob draufgehalten und gegossen. Das trifft das gar nicht dann so richtig, sondern man braucht viel weniger von diesen Wirkstoffen, wenn man das Ganze mit einer Spritze ausbringt, auch wenn der Nachbar sagt, du spritzt doch deine Rosen, aber mit einem biologischen Mittel, das der Rose hilft, die Blattstruktur zu stärken und gegen all die Unbillen, die jetzt so auf die Rose einwirkt, an Hitze, Trockenheit und Schädlinge, dagegen zu wehren. Wie wichtig ist ein gesundes Umfeld im Garten, dass eben die Nützlinge da sind, um die Schädlinge zu holen? Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben hier so ein Mittel stehen mit Raps. Das wird oft propagiert, das einzusetzen. Meisenkästen sind viel besser. Mhm. Meisenkästen aufhängen in großen Abständen, damit dann auch die Reviere der Meisen gedeckt sind. Gartenrotschwanz, dem die Möglichkeit zu geben, dass er eine Brutstätte hat, wo er sich zurückziehen kann. Das hilft dem Garten unheimlich viel. Gebüsche zulassen. Mhm. Da haben wir noch einen positiven Nebeneffekt der frühen, der warmen Temperaturen. Die Rosen blühen jetzt schon teilweise. Hier haben wir so eine frühblühende. Ja. Das ist aber für euch im Rosengarten gar nicht nur positiv. Nee. Wir erwarten ja unsere Gäste erwarten Rosenblüte im Juni und das ist jetzt toll für die frühen Besucher, aber wir gehen da jetzt unter Umständen auch schon dran, ein bisschen dagegen vor, dass diese früh blühen. Weil wenn die jetzt geblüht haben, dann kommen sie noch, weg. Dann ist die weg? Die hier, das ist eine Einmalblühende, die blüht dann nicht mehr, aber die öfter blühenden, die blühen jetzt und dann in 4 bis 6 Wochen wieder. Dann ist es aber auch zu früh durch. Dann ist sie zu früh durch, wir müssen sehr viel zurückschneiden und haben dann unter Umständen ein Loch zu ungünstiger Zeit. Deswegen kommt jetzt der Tipp des Tages für alle Rosenfreunde. Genau. Also jetzt nochmal die Schere ansetzen. Da gehört Mut dazu, das zu tun. Aber Rosen pinzieren heißt, ich schneide die Rose jetzt, wo sie da oben die Knospe ansetzt. Da ist sie also dabei, gerade mal die anzusetzen. Ich nehme diese Knospe weg, nicht mehr ganz den jungen Trieb. Ich lasse so 2 Blätter stehen des Triebes, der dieses Jahr schon gewachsen ist. Mhm. Nehme das weg und in 4 Wochen wird die ersetzt sein. Wächst hier nach und dann haben wir die Rosenblüte dann, wenn sie eigentlich so zum richtigen Zeitpunkt. Sollte. Okay, vielen Dank für diesen Tipp und für alle anderen Informationen zum Thema Rosen.